So, ich darf starten und alle sehr herzlich begrüßen. Wir haben 19 Uhr. Wir wollen auch pünktlich beginnen, um auch diese Stunde gut nutzen können bis 20 Uhr. Also herzlich willkommen und wir freuen uns in unserem dritten Zoom-Dialog mittlerweile mit Herrn Professor Gerald Hüther zum Thema Informationszeitalter, Zeitalter der Verwirrung, Fragezeichen. Dürfen Sie sehr herzlich begrüßen. Moderiert wird der heutige Zoom-Dialog von Sebastian Laudon und er ist Herausgeber des Monatsmagazins Datum und er ist auch Österreich-Repräsentant der Zeitschrift Die Zeit. Mein Name ist Sabine Seidler, ich bin Gründungsmitglied vom Rotary Club Villach Park hier in Kärnten und Mitorganisatorin auch dieser Veranstaltung. Und in dieser Funktion darf ich Ihnen ganz kurz auch noch den Hintergrund mitgeben, warum wir auch dieses Zoom-Meeting mit Herrn Professor Hüther durchführen. Wir haben sozusagen mit dem österreichischen Jugendrotkreuz seit über 10 Jahren eine Kooperation zum Programm Freunde. Das ist ein Lebenskompetenzprogramm, ein Fortbildungsprogramm für pädagogisches Fachpersonal und das wird sowohl in Österreich als auch in Deutschland angeboten. Und wenn Sie Interesse haben, wir geben dann, Sie sehen jetzt schon die Kontaktdaten und zum Schluss auch noch die Hinweise zu den Websites. Ja, wir versuchen im Rahmen von Rotary natürlich auch immer wieder zeitgemäße, bewegende und kritische Themenstellungen aufzugreifen. Und mit Herrn Professor Hüther, den Sie vermutlich alle gut kennen und deswegen auch hier sind, haben wir natürlich damit auch einen renommierten und sehr bekannten Vordenker im deutschen Raum und auch jemand, der auch diese Schritte nicht nur denkt, sondern auch geht. Und bevor ich diesen Dialog hier starten darf, darf ich mich noch bedanken, und zwar einerseits bei all meinen rotarischen Kollegen und Kolleginnen für ihr Engagement und auch beim österreichischen Jugendrotkreuz für die gesamte technische Abwicklung. Und ich möchte mich auch an dieser Stelle bei der Akademie für Potenzialentfaltung bedanken, dessen Mitgründer Peter Schiebeck leider erst kürzlich auch viel zu früh von uns gegangen ist. Ja, ich darf Ihnen jetzt allen einen interessanten Zoom-Dialog wünschen und übergebe das Wort an Sebastian Laudon. Vielen Dank, Sabine. Danke sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, wieder eine Stunde mit Professor Hütter und Ihnen gemeinsam verbringen zu dürfen. Wieder, weil das ist die dritte Auflage dieses Dialogs. Wir haben uns im März 21 das erste Mal befasst mit der Frage Corona, wie Kinder daran wachsen können. Dann im Oktober haben wir uns der Frage gewidmet, wie Pädagoginnen und Pädagogen Menschen, die Kinder und Jugendliche durchs Leben begleiten, sozusagen in ihrem Beruf und ihrem Leben bestärkt werden können. Und heute befassen wir uns mit dem Informationszeitalter. Das finde ich persönlich sehr spannend, bin auch betroffen davon, denn ich bin Journalist und Medienmacher und die Medien sind ja ein ganz wesentlicher Faktor des Informationszeitalters. Ich finde den Titel wunderbar provokant, Informationszeitalter, Zeitalter der Verwirrung. Als eigentlich konservativer Journalist möchte ich meinen, Informationen sollten zur Entwirrung dienen. Es ist leider nicht so, im Gegenteil. Aber das werden wir jetzt alles besprechen. Sabine hat schon gesagt, uns steht wieder Gerald Hüther zur Verfügung. Hallo, Herr Professor. Lieber Herr Laudon, ich freue mich sehr, dass wir das wieder miteinander machen können und ich grüße auch alle, die uns hier zuschauen und zuhören. Ich freue mich auch sehr. Bevor wir einsteigen, eine Einladung an alle, die bei uns sind. Sie können Fragen stellen, allerdings bitte nicht über den Chat, der ist deaktiviert aus organisatorischen Gründen. Es gibt, wenn Sie sehen, diesen F&A-Bereich für Fragen und Antworten. Da können Sie Ihre Fragen stellen und ich sehe Sie dann und werde mich bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen Sie sozusagen in das Gespräch einzubauen. Entschuldige mich gleich, wenn das nicht immer gelingt oder wenn ich nicht alle Fragen berücksichtigen kann. Aber ich freue mich, wenn Sie mitmachen und Ihre Fragen stellen. Herr Professor Hüther, Informationszeitalter, Zeitalter der Verwirrung. Ich würde gern mit einer persönlichen Frage beginnen. Wenn Sie uns
ganz grob in Ihrem Tagesablauf skizzieren, wie informieren Sie sich eigentlich? Das ist bei mir eher so, dass mir die Informationen zufliegen. In Form mit der Brieftaube noch, oder? Mit der Brieftaube, die heute E-Mail heißt. Mhm. Und dann habe ich so ein Fach und da liegen jeden Tag so 50 bis 100 E-Mails drin. Und da können Sie sich vorstellen, da erfahre ich alles, was es so an persönlichen Problemen gibt. Und ich erfahre auch, was in der Welt los ist und auch gleich noch, was die Leute davon denken. So dass ich also dann sehr gut informiert schon mir dann die klassischen Medien auch noch anschaue. Und haptisch oder digital? Also haben Sie Tageszeitungen in der Hand oder nur mehr am Tablet? Nee, ich kann nicht am Tablet lesen. Ja. Hab die lieber in der Hand und das geht mir mit Büchern ähnlich. Soziale Netzwerke nutzen Sie? Und die sozialen Netzwerke nutze ich, aber auch hier komme ich der Flut nicht mehr hinterher. Also es ist alles so leicht geworden, schnell mal eine Botschaft zu verschicken. Und das machen ja auch sehr, sehr viele. Und dadurch entsteht eine Situation, wo wir alle sehr viele Informationen bekommen. Und das halte ich für etwas gefährlich, weil es ja eine der wichtigsten Fähigkeiten der Menschen ist, dass sie sich gegenseitig über wichtige Ereignisse und wichtige Entwicklungen informieren. Und das machen auch Tiere und Pflanzen so. Also kürzlich habe ich auch nochmal nachgeschaut und da ist ja in den letzten Jahren so viel bekannt geworden, wie Pflanzen sich, wenn sie von einem Schädling befallen sind, dann melden, entsprechende Botenstoffe in die Luft verschicken, sodass benachbarte Pflanzen dann wissen, dass es so einen Schädling gibt und dann entsprechende Bitterstoffe bilden, damit den Schädlingen die Blätter nicht schmecken. Also das ist Informationsfluss und Informationsaustausch und den gibt es überall in der Natur und wir haben diese Fähigkeit ganz besonders weit vorangetrieben und informieren uns eben, aber nun durch die Einführung vor allen Dingen der digitalen Medien ist daraus eine solche Flut geworden, dass man, das geht sicherlich nicht nur mir so, sondern auch allen, die uns hier zuhören und zuschauen, dass man eigentlich nicht mehr richtig unterscheiden kann, was da von all diesen vielen Informationen, die auf einen hereinprasseln, tatsächlich wichtig ist und was da unwichtig ist. Wir haben ja viele Erzieherinnen und Erzieher dabei, also schon allein, was da alles verbreitet wird, worauf es da für eine gute Erziehung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen ankommt oder gar im vorgeburtlichen Bereich, was man als Schwangere so alles beachten muss. Das ist ja zum Teil auch zum Verzweifeln, weil man gar nicht nachkommt und es auch eine zunehmende Verunsicherung wird. Am Ende entsteht eine sich selbst immer weiter aufschaukelnde Verunsicherung. Und ich glaube, dass alle Menschen im Augenblick auch ein bisschen danach suchen, Sicherheit zurückzugewinnen. Das kann sein, dass das dazu führt, dass sie sich wieder stärker auf die klassischen Medien besinnen und sagen, die sagen wenigstens immer dasselbe. Man weiß es nicht. Also es ist im Augenblick eine schwierige Übergangszeit und wir sehen es ja auch anhand der weltpolitischen Entwicklungen, dass da im Augenblick so viel im Gange ist. Da kommen wir noch drauf. Ich würde gerne sozusagen mit einer Frage an den Hirnforscher beginnen. Hört ja immer wieder, sozusagen würde der Mensch die Informationen, das war immer schon so, also eine der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen ist zu filtern. Würde er alles, was auf ihn hereinprasselt, sozusagen verarbeiten, würde das Gehirn explodieren oder zugrunde gehen. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt. Jetzt war das ja schon so, als wir noch keine digitale Welt um uns hatten, sondern eine ganz simple analoge Welt, wo es entsprechende Eindrücke gab und ein lineares Verhalten und ich gehe durch den Wald und da ist diese Gefahr und da ist dieser Ast und das war noch relativ beschaulich. Was mich interessieren würde, ist, wie kann unser Gehirn mithalten, dass sozusagen diese Filterfunktion aufrechtzuerhalten in einer Welt, wo wir ein Vielfaches
an Informationen, die ja sich alle so verkleiden, als ob sie sehr relevant für uns wären und unsere Aufmerksamkeit buhlen. Wie kann das Gehirn da mithalten? Ja, ich sage ja immer gerne, und das finde ich auch schon eine sehr schöne Entdeckung der Hirnforschung, dass das Gehirn darauf ausgerichtet ist, Energie zu sparen. Also es belastet sich nicht mit unnötigem Kram. Und deshalb gibt es so etwas wie eine Erwartungshaltung, mit der wir alle in die Welt hinausschauen, weil wir schon bestimmte Erfahrungen gemacht haben, weil wir bestimmte Dinge wichtig finden im Leben und andere nicht so wichtig. Geht man dann durch die Welt und achtet eigentlich nur auf das, was für einen selbst aufgrund dieser, nennen wir es mal, Vorprägung tatsächlich wichtig ist. Alles andere wird ausgeblendet. Und das kennen wir auch alle. Wenn mir einer kommt und mir irgendwas erzählen will, wofür ich mich nicht interessiere, da kann der reden, so viel er will. Das geht noch nicht mal ins Hirn rein. Also man sagt so, es geht hier rein und da wieder raus, aber es, nicht mal das. Und das führt ja dann auch dazu, dass manche Leute, die andere informieren wollen, auch wahrscheinlich in den klassischen Medien vor dem Problem stehen, dass sie da immer laut rufen und die Leute dann doch das nicht wahrnehmen. Und das hängt ein bisschen mit einem falschen Verständnis von Informationsübertragung zusammen. Die Vorstellung von der Informationsübertragung stammt ja aus der Technik, aus der Informationstechnik. Und da hat man einen Sender und einen Empfänger. Und die sind in ihrer Frequenz so eingestellt, dass das, was der Sender produziert und an Informationen liefert, von dem Empfänger automatisch aufgenommen wird, weil der dafür die richtige Einstellung hat. Beim Menschen ist das nicht so. Also wir können einfach abschalten. Wir brauchen nicht zuzuhören. Wir können uns mit was anderem beschäftigen. Da kann 100-mal irgendwas Wichtiges in der Zeitung verkündet werden. Das hören wir dann trotzdem nicht. Und das führt in den Medien dazu, dass die haben das natürlich auch gemerkt. Und deshalb versuchen die, das wichtig zu machen, was sie da berichten. Das ist auch deshalb wichtig, weil sonst ja auch keiner mehr die Zeitung kauft oder sich das Programm anschaut und dann gehen die Einschaltquoten zurück und die Anzeigen werden weniger, weil da zu wenige Kunden diese betreffende Zeitung sich anschauen und kaufen. Und deshalb haben wir seit Jahren schon eine Tendenz, das, was verkündet wird, emotional aufzuladen. Es wird also intensiver gemacht, als es ist. Es wird nicht mehr einfach nur eine Information verbreitet, sondern eine emotional aufgeladene Botschaft. Und Im die einfachste Journalismus, Form, pardon, im Journalismus nennt man das jetzt neuerdings Storytelling. ja, das ist wieder so eine, wir lieben ja solche Begriffe, mit denen wir das, was wir eigentlich tun, verwaschen, sodass es keiner mehr merkt. Aber es ist eine emotionale Aufladung und das weiß auch jeder, dass, und die Journalisten wissen das natürlich auch, dass man dann am besten eine Botschaft unterbringt, wenn man sie mit Gefahr assoziiert. Wir haben ein Aufmerksamkeitssystem als Menschen, wo wir uns nicht unbedingt um alles kümmern müssen, aber wo wir uns wirklich sofort drum kümmern und unsere Aufmerksamkeit darauf richten, ist, wenn da irgendwie Gefahr droht. Das ist ja auch gut so. Das hat uns das über die gesamte Menschheitsgeschichte geholfen, Gefahren rechtzeitig wahrzunehmen. Und jetzt wird aber auch von den Medien, ob nun digital oder analog, versucht, das, was sie zu sagen haben als Nachricht, so aufzuladen und vielleicht sogar noch mit Angst zu besetzen, dass dann auch wirklich die Aufmerksamkeit dahin fließt und die Leute sich das anschauen. Und das ist ein bisschen gefährlich, weil dann die emotionale Aufregung in dieser Gesellschaft auch immer größer wird. Und die Verunsicherung nochmal eine neue Dimension bekommt. Auch dieses Prinzip, dass man die Bilder immer schneller werden lässt, führt dazu, dass die Aufmerksamkeit stärker dorthin fließt. Das ist Sinnesphysiologie. Das wissen die Medienmacher und vor allen Dingen die im digitalen Bereich unterwegs sind, sehr genau. Es gibt ja diese Tablets, die schon von Kindern bedient werden und da ist das alles umgesetzt. Das muss möglichst bunt sein, da muss sich was bewegen, da muss was quaken und hupen und irgendwie eine Antwort geben, wenn man irgendwo drauf drückt. Und da kommt ja eine zweite Dimension hinein, die ich den Hirnforscher bitte, uns ein bisschen auszuführen.
nämlich sozusagen das Dopamin, also sprich die Botenstoffe, die ausgeschüttet werden. Das finde ich eine besonders interessante oder sagen wir ja mitunter besorgniserregende Entwicklung, dass sozusagen Information zum Suchtmittel wird. Was können Sie uns darüber sagen? Also dieses Scrollen durch die Timeline ist natürlich ganz besonders bei den sozialen Netzwerken. Ein Impuls nach dem anderen und sozusagen jeder neue Impuls erzeugt wieder eine kleine Dopaminausschüttung und macht happy. Und wenn das kurz aussetzt, dann verlangt das Hirn danach. Wenn Sie so eine Nachricht empfangen, die dann auch noch ein bisschen so unter die Haut geht, weil sie ein bisschen emotional aufgeladen ist oder weil die sehr aufregend ist, kommt es ja in Ihrem Hirn zu einer gewissen Unruhe. Das nennen die Hirnforscher Arousal. Das heißt nichts anderes, als die Nervenzellen feuern durcheinander. Die übliche Ordnung, nennen wir das mal Kohärenz, wo alles schön zusammenpasst und dann, das ist ja auch der Zustand, wo die wenigste Energie verbraucht wird, da will das Hirn immer wieder hin. Und diese schöne Kohärenz, die wenig Energie verbraucht, wird dann plötzlich gestört. Das können wir sogar körperlich spüren, wenn man so in so eine Situation kommt, wo man einen neuen Eindruck bekommt oder eine neue Information bekommt, die nicht zu dem passt, was man da bisher gedacht hat. Breitet sich diese Unruhe im Hirn immer weiter aus, erreicht dann auch solche Bereiche, nennen die Hirnforscher dann die Amygdala und auch tiefere Bereiche im Hirnstamm. Und dann wird so eine ganze Kaskade von Reaktionen ausgelöst, die mit körperlichen Reaktionen einhergehen. Dann kriegen sie Herzrasen und der Schweißausbruch und die weichen Knie und ihnen versagt die Stimme. Dann sind sie sozusagen schon im Würgegriff der Angst. Ja, und gleichzeitig, und das wird dann gefährlich. Und deshalb versucht man dann in so einer Situation, wenn man so eine Information bekommen hat, wieder Ruhe ins Hirn zu bringen. Und wenn Sie da irgendeine Lösung gefunden haben, nehmen wir mal ein Beispiel, die Lösung könnte heißen, ich schalte ab. Ich kümmere mich gar nicht mehr drum. Ich gucke mir das gar nicht mehr an. Wenn Sie die Lösung gefunden haben, kriegen Sie ja wieder Ruhe ins Hirn und dann haben Sie einen inkohärenten, energieaufwendigen Zustand im Hirn in einen weniger energieaufwendigen verwandelt. Und da springt das Belohnungssystem an. Das nennen die Hirnforscher so. Also es sind Bereiche im Mittelhirn und tatsächlich diese Zellen schütten dann als Botenstoff Dopamin aus, aber auch noch andere Substanzen, also endogene Opiate zum Beispiel. Und diese Substanzen haben die Fähigkeit, Nervenzellen dazu zu bringen, dass die nochmal neue Eiweiße bilden, die gebraucht werden, um Fortsätze länger werden zu lassen, also auszuwachsen, um Kontakte miteinander neu zu bauen und bestehende Kontakte noch zu verstärken, mit dem Ergebnis, dass die Lösung, die sie gefunden haben, um das Problem, nämlich diesen Informationsoverflow, zu umgehen, dass diese Lösung in ihrem Hirn gewissermaßen in Form der dabei aktivierten Netzwerke regelrecht gedüngt wird. Also das wächst dann besser aus und das verbindet sich besser. Und dann können Sie das nächste Mal schon besser. Das geht uns mit allen solchen Dingen so. Wir können es schön beobachten, wenn mein Kind beobachten, wenn das Fahrrad fahren lernt. Das ist am Anfang furchtbar kompliziert. Und dann mit jeder gelungenen Umdrehung und jeden 10 Metern, die es da alleine schafft, wird das im Hirn immer besser. Und am Ende ist dieses Muster im Hirn fest verankert, was das Kind benutzt hat, um als Lösung eben nicht mehr von dem Fahrrad runterzufahren. Das ist dieses Gleichgewicht, das Lenken, das Bremsen, all das ist dann im Hirn sozusagen verstärkt. Und dann kann man Fahrrad fahren, das vergisst man ja auch das ganze Leben lang nicht mehr. Das heißt, es ist auch sehr tief verankert, weil es richtig strukturell dazu führt, dass Netzwerke gebildet werden, die vorher nicht da waren. Und wenn man jetzt sich vor Informationsflut schützen will, indem man einfach den Ausschalter bedient und das alles nicht mehr anschaltet, ist das eine Lösung, die man dann manchmal so sehr verstärken kann. Und ich kenne solche Leute, die sagen, ich gucke mir das alles überhaupt nicht mehr an. Und dann geht es denen so lange gut, bis irgendetwas passiert, wo sie merken, hallo, das wäre doch besser gewesen. Ich hätte mir das angeschaut oder ich hätte mich darüber informiert. Und da kommen sie wieder in so eine Inkohärenz im Hirn.
Weil die bisherige Lösung ist jetzt nicht mehr so gut. Jetzt wollen sie doch lieber ab und zu mal zuhören. Und dann wird das wieder überbaut und wieder geöffnet, sodass dann praktisch der Zustand wieder angepasst wird an diese neue, an diese neue Bedingung oder an dieses neue Bedürfnis. Und das, was da dahinter steckt, und das ist eigentlich das Wichtigste, was im Hirn wirklich verankert wird und hängen bleibt. Das sind nicht die Probleme, die wir haben. Also die Buntheit der Bilder oder die Vielfalt von Informationen, sondern die Lösungen, die ich gefunden habe. So, und da gibt es eben Menschen, die sind sehr verunsichert und die glauben dadurch, dass sie sich ganz viel Information beschaffen, aus dieser Verunsicherung herauszufinden. Und das kann man sich ja vorstellen, das klappt ja auch eine ganze Zeit lang. Und deshalb suchen die überall nach Informationen. Und das ist ein Teil dieser Informationsflut, die ist, seitdem es das Internet gibt, nochmal dramatisch angestiegen, was da alles angeboten wird als Information, wenn Sie nur mal irgend so ein Stichwort eingeben wie Gelenkschmerzen. Sie können sich ja gar, das sind Millionen von Beiträgen, die Sie da plötzlich angeboten bekommen. Und das gibt eben eine Gruppe von Menschen, die eher so ein Sicherheitsbedürfnis haben und alles über alles informiert sein wollen, damit sie sich sicher fühlen. Die sind dann sehr intensiv dabei, nach Informationen zu suchen, die dieses Sicherheitsbedürfnis stillen. Und dann gibt es andere, die sehr gerne auch, das jetzt hoffe ich, tue ich Ihnen nicht weh, aber die sehr gerne so auch ein bisschen Anerkennung finden bei anderen für das, was sie tun. Das ist ein Ausdruck unseres Grundbedürfnisses nach Zugehörigkeit. Und man kann sich ja so ein Gefühl von Zugehörigkeit dadurch verschaffen, dass man von anderen anerkannt und bewundert oder gewertschätzt oder was weiß ich was wird. Und da gibt es sehr viele Menschen, die sozusagen sehr intensiv andere informieren über alles, was sie wissen, um deren Wohlgefallen zu erlangen. Und damit haben wir jetzt plötzlich zwei, auf beiden Seiten eine praktisch überschießende Reaktion, wenn das immer mehr Menschen werden, die unbedingt nach Anerkennung suchen und sich da im Internet mit ihren Weisheiten dauernd zu Wort melden, dann kriegen wir so eine Flut von Informationen, die auf uns hereinprasselt. Und wenn auf der anderen Seite auch eine immer größere Zahl von Menschen sich sehr verunsichert fühlt und glaubt, sie müssten sich jetzt über alles ganz genau informieren, damit ihnen auch nichts entgeht, dann haben wir einen sogenannten Teufelskreis geschaltet und in dem läuft dann etwas ab, was immer gefährlicher wird, nämlich dass immer mehr Informationen umherzirkulieren und hin und her gerufen werden, mit dem Ergebnis, dass wenn mal was Ernsthaftes passiert ist, dann keiner richtig mitkriegt. Erstens keiner richtig mitkriegt und zweitens spielt da nicht auch mit hinein die sogenannten Bubbles, die sozusagen in diesem Informationswirrwarr im Internet, dass sich das quasi zu Clustern massiert und Menschen, die zu einem Thema besonders viel wissen möchten und ja keine Information auslassen möchten, dann mitunter dort auch sozusagen in Echokammern abdriften, wo dann die entsprechenden Verschwörungsideen oder Verschwörungsideologien sich in immer selbstverstärkenden Feedbackschleifen sozusagen immer stärker werden und dass oft Leute in gewisser Weise komplett in Beschlag nimmt. Hat das auch damit etwas zu tun? Das lässt sich auch über das gleiche Prinzip erklären. Das ist aber auch etwas, was wir schon immer kennen, wenn Menschen verunsichert sind und nicht richtig wissen, wie sie ein bestimmtes Problem lösen sollen, fangen die an und suchen Gleichgesinnte, mit denen sie sich zusammentun können. Also nur mal so als Randnotiz. Der Nationalsozialismus war so eine Truppe von Menschen, die sehr verunsichert waren und die sich dann zusammengeschlossen haben, gemeinsames Feindbild entwickelt haben. Und dann haben wir das ganze Theater ja dann im letzten Jahrhundert erlebt. Und heute ist es eher so, dass es sehr viele Menschen gibt durch die Möglichkeit, die es da, die digitalen Medien und die sozialen Netzwerke bieten, die suchen sich sozusagen für ihre Vorstellungen Gleichgesinnte. Und stillen damit ihr Bedürfnis nach Verbundenheit.
Und da geht es schon gar nicht mehr so sehr um die Information und ob die richtig oder falsch ist. Hauptsache, wir sind uns alle einig. Und dann hat man so eine Blase, in der dann nur noch Informationen ausgetauscht werden, von denen alle davon überzeugt sind, dass die richtig sind. Die können natürlich grottenfalsch sein. Ja. Also wir haben ein grundsätzliches Thema, das in unserem Hirn stattfindet. Wir haben eine verschärfte Informationswelt durch neue Medien, Internet etc. Und jetzt haben wir drei sich überlagernde Gefahren, Krisen. Corona, da sind wir gerade erst dabei, das zu verdauen. Den Krieg in Europa, da sind wir gerade erst dabei, den so richtig zu begreifen. Und die Klimakrise, die wie eine große Gewitterwolke am Horizont ist, die uns sozusagen auch Angst macht, die wir aber noch nicht wirklich sozusagen als das begreifen, was sie eigentlich ist. Wie wird man nicht völlig wahnsinnig in der Zeit? Und in der Informationsflut, wenn es sozusagen, das wäre ja schon anspruchsvoll, wenn alles gut wäre. Wäre das ja schon für unser Gehirn anspruchsvoll. Mit diesen drei großen Krisen oder Herausforderungen, wie bleibt man da mental einigermaßen in Schuss? Ja, Menschen leiden darunter, dass so viele Probleme gleichzeitig und offenbar auch immer schneller und immer schwerwiegender auf sie zukommen. Das haben wir ja lange Zeit in dieser Dichte gar nicht erlebt. Kaum hat man das eine einigermaßen überstanden, ist schon das nächste da. Und da hinter der Haustür warten dann noch fünf andere. Sie haben ja noch gar nicht alles genannt. Also die Verschmutzung der Meere und da kann man jetzt noch. Ja, die nehme ich, also nehme ich statt Klimakrise, sage ich ökologische Krise, weil da gehört Artensterben und Ja. mehr, da gehört das dazu Das ist sozusagen. aber das ist ein Riesen Ja, Thema ja. und man kann dann einfach nur noch Panik kriegen. Und da gibt es nicht so sehr viele Möglichkeiten. Also die beste Möglichkeit ist, dass es, und das machen ja dann auch manche Menschen, dass sie einfach sagen, okay, es gibt etwas, was mir jetzt im Augenblick besonders wichtig ist. Und darum kümmere ich mich. Und das geht aber eigentlich nur richtig, wenn man auch eine Lösung findet. Und die Lösung muss heißen, ich muss irgendeine Möglichkeit haben, mich selbst einzubringen. Also davon, dass man ständig nur die Zeitung liest, passiert nichts und da geht diese Angst und Unsicherheit im Hirn nicht weg. Aber wenn ich verstanden habe, was los ist und ich dann darüber nachdenken kann, wie ich das, was ich da verstanden habe, gestalten kann, dann sieht es schon ganz gut aus. Und dann kann ich entweder Geld spenden oder Flüchtlinge aufnehmen oder mich um Klimaschutzaktivitäten bemühen, da habe ich auf einmal eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Und das sieht man ja auch, dass Menschen sich da in diesen verschiedenen Bereichen dann engagieren. Und das hilft ihnen, dass sie den Überblick nicht ganz verlieren und dass sie sich wenigstens mit einer Sache erstmal beschäftigen. Aber die Belastung ist natürlich riesig, weil sie im Hintergrund wissen, da gibt es noch drei andere oder fünf andere Themen, um die ich mich eigentlich genauso kümmern müsste. Und das, was dann eine gefährliche Tendenz ist, die heißt Gleichgültigkeit. Ja, dann kümmert man sich um das eine und dann muss man aber das andere unterdrücken, dass einen das nicht auch noch belastet. Und das Unterdrücken eines Impulses im Hirn ist ja auch eine aktive Lösungsstrategie. Und da wachsen dann auch hemmende Netzwerke über diese Bereiche, wo dieser Impuls herkommt. Und dann will man sich vielleicht um gar nichts mehr kümmern. Und dann hört man auch auf, sich irgendwo einzubringen und mitzutun, sondern dann kommt man in eine Art ohnmächtige Erstarrung. Hatten unlängst im Datum einen Schwerpunkt zur Frage, wie es den Jugendlichen geht. Genau, und was sehen Sie In das bei den Jugendlichen? Sehen Sie Werner. bei den Erwachsenen? Es hat noch nie so viele psychische Ja. Störungsbilder, also angstbedingte psychische Störungsbilder, vor allen Dingen aus dem depressiven Formenkreis gegeben wie Ja. jetzt. Ja, ich wollte nur sagen, da hat man sehr schön diese zwei Reaktionsbilder gesehen. Wir haben so ein Roundtable-Gespräch geführt mit Jugendlichen und zum Thema Klimakrise kam da wirklich sehr schön sozusagen die einen, die total alarmistisch aktiviert, engagiert sind. Und dann war da eine junge Dame, die hat gesagt, nee, das ist doch lächerlich, was soll's? Die Menschen werden aussterben, der Planet wird weiterleben, die Dinosaurier sind auch ausgestorben. So ist halt das Leben. Also vollkommen
abgeklärt, resignativ. Und man hat aber richtig gemerkt, also das, was Sie gesagt haben, dass da schon etwas zugewachsen ist bei ihr durch dieses ständige Unterdrücken. Und das fand ich sehr bemerkenswert, wie diese zwei eigentlich ziemlich sozusagen gegensätzlichen Reaktionen, wie stark die da ausgeprägt waren. Das ist ja im Grunde genommen alles Ausdruck von Mitgefühl. Mhm. Wenn ich spüre, dass irgendwo in der Welt etwas leidet, das kann der nächste Nachbar sein oder das kann ein Freund oder ein Angehöriger sein, aber das können auch Menschen in Afrika sein, die nicht genug zu essen haben oder was auch immer, dann entsteht ja in mir so ein Mitgefühl. Also ich kann mich da hineinversetzen, ich spüre den Schmerz, wenn ich das richtig gut mache, den die da auch haben, und das hält man nicht so gut aus. Das ist sehr inkohärent und dann muss man irgendwas tun. So. Ja, ja. Und wenn man dann etwas tut und merkt, das geht nicht, dann bleibt nur noch übrig, das Mitgefühl im Hirn wegzuhemmen. Und das machen sehr viele Menschen. Weil man es sonst nicht erträgt. Weil man es sonst nicht erträgt, und dann baut man sozusagen eine hemmende Verschaltung über die Bereiche, aus denen das Mitgefühl herauskommt oder wo das generiert wird. Und das Ergebnis davon ist, dass diese Art, was ich vorhin Gleichgültigkeit genannt habe, die aber in Wirklichkeit nicht Gleichgültigkeit gegenüber allem ist, sondern die Hemmung dieses normalerweise unglaublich menschlichen Bedürfnisses, sich um etwas zu kümmern, wenn man sieht, dass es im Argen liegt. Und die Gleichgültigkeit ist eigentlich Selbstschutz. Und der Ausdruck, wenn man das dann weggehemmt hat, ist nach außen hin Gleichgültigkeit. Aber es ist nicht diese Gleichgültigkeit und Interessenslosigkeit, sondern der wirkliche Hintergrund ist mangelndes Mitgefühl. Das ist weg. Mhm. Und das heißt, dann kümmere ich mich auch um nichts mehr. Dann versuche ich einfach nur noch, ja, irgendwie mir das Leben so schön, wie es halt geht, noch zu machen unter diesen Umständen und mir einzureden, dass also die Saurier ja auch schon ausgestorben sind und es demnächst mit uns ja auch zu Ende ist auf diesem Planeten. Ja. Ich sehe, wir haben schon... Wir wollen dann auf den Mars fliegen, das ist ja auch eine Variante, aber die hilft uns wahrscheinlich auch nicht viel weiter, weil wenn wir auf dem Mars genauso... Also ob es da so schön wäre. Ja. Dann haben wir den auch bald ruiniert. Wir haben schon Halbzeit, sehe ich. Ich möchte, weil ich gesehen habe, dass einige noch nach dem Anfang dazugekommen sind, möchte ich nur noch einmal sagen, es gibt diesen F&A-Bereich, wo Sie Fragen stellen können. Es kamen auch schon einige, vielen Dank dafür. Eine davon möchte ich gleich Ihnen stellen. Und zwar geht es da um das Metaverse, also sozusagen die schöne neue virtuelle Welt des Mark Zuckerberg. Unser Gehirn ist für Fixierbilder anfällig, Emotionen werden dadurch beeinflusst. Was sagen Sie den jungen Leuten, um sie vor Scheinwelten zu schützen? Sind junge Leute, das stelle ich auch, die Frage hänge ich dran, als Vater von drei Teenagern, sind junge Leute in anderem Maße gefährdet, betroffen als erwachsene Gehirne? Junge Menschen haben noch eine unglaubliche Dynamik. Das ist ja auch das, was die Jugend auszeichnet, dass die sich nicht so schnell schon in die Resignation werfen lässt, sondern dass die mit diesem Schwung, mit dem sie so auf die Welt gekommen sind, dann noch eine ganze Zeit unterwegs sind, bis wir sie dann in unserer Welt der Erwachsenen einigermaßen angepasst haben. Und dann sind sie so geworden, wie wir sind. Gut ist das nicht, aber so vollzieht sich das. Und es erklärt aber, weshalb junge Menschen besonders darunter leiden, dass sie keine Lösung finden für dieses Durcheinander. Und eine Lösung heißt virtuelle Welt, ja. So, Scheinwelt. Ich lebe gar nicht mehr in der Realität, sondern ich lebe nur noch in der virtuellen Welt. Da schalte ich meinen Computer ein und dann mache ich meine Computerspiele. Die sind ja inzwischen auch so aufgebaut, dass man tatsächlich kaum noch zwischen Realität und Schein und Fiktion unterscheiden kann. Und es gibt viele junge Menschen, wo ich das Gefühl habe, die sind nicht mehr in die
finden sich perfekt zurecht in dieser virtuellen Welt. Die kann man ja dann irgendwann ein bisschen durchschauen, dann wird man ja immer besser, sich darin zu bewegen. Aber die sind einfach gar nicht mehr in der Lage, in der realen Welt, zum Beispiel mit irgendeinem Menschen zu reden oder mal einen tatsächlichen Konflikt zu lösen. Das führt am Ende, wenn man es wirklich zu Ende denkt, führt das zu einer Lebensuntüchtigkeit. Eine weitere Frage gibt es. Was ist Ihrer Meinung nach leichter auszuhalten, also an Emotionen? Unsicherheit, Schrägstrich Angst oder Ärger beziehungsweise Wut? Und dran gehängt die Frage, sind diese Reaktionsmuster stabil oder veränderlich? Also Unsicherheit, Angst oder Ärger und Wut? Da würde ich gerne einen kleinen Aufklärungssatz vorneweg sagen. Ich glaube, dass der uns allen helfen könnte, dass wir ein bisschen besser verstehen, wie solche Fragen eigentlich anzufassen sind. Emotionen, also bestimmte Gefühle wie Ärger und Wut und Angst und auch Neid und Eifersucht, aber auch schöne, also solche negativen, nennen wir es mal jetzt so, solche negativen Emotionen sind Ausdruck der Tatsache, dass ein Bedürfnis von uns nicht gestillt ist. Entscheidend sind immer die Bedürfnisse, die wir haben. Da gibt es zwei Grundbedürfnisse. Das eine nach Verbundenheit, sieht man bei den Kindern noch so wunderschön, das bringen die aus dem Mutterleib schon mit. Und das zweite Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Autonomie und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Später heißt es dann Freiheit. Und das hätte man auch gern gestillt. Und wenn man diese Bedürfnisse nicht stillen kann, dann hat man ein Riesenproblem. Also auf Deutsch heißt es, man ist dann ein Bedürftiger. Und dann muss man irgendeinen Weg finden, wie man das am besten hinkriegt. Und was das Hirn uns anbietet, ist eine Ausdrucksform, in der uns selbst bewusst wird, dass etwas nicht stimmt. Und zwar nicht mit der Emotion, sondern mit dem Bedürfnis. Immer dann, wenn ein Bedürfnis nicht eines dieser beiden Grundbedürfnisse, das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheit oder das nach Verbundenheit und Geborgenheit, wenn eines dieser beiden Bedürfnisse nicht gestillt ist, entsteht eine Erregung im Hirn, die wir als Emotion wahrnehmen. Das ist nichts Kognitives. Man erlebt sozusagen meinetwegen Wut und dann heißt nicht die Frage, wie kriege ich die Wut weg? Sondern die Frage heißt, was will die Wut mir sagen? Das wäre die richtige Frage. Und die Wut in den meisten Fällen, auch wieder bei den Kindern am schönsten zu beobachten, erlebt man dann, wenn man ein Kind in seiner Autonomie eingrenzt. Dann wird Habe es, ich erlebt. haben wir alle erlebt. Ne? Und dann gibt es aber auch sowas wie eine Eifersucht. Ja, und Eifersucht ist Ausdruck der Tatsache, dass da jemand ein Bedürfnis nach Verbundenheit hat, das sich an dieser anderen Person sehr stark festgemacht hat. Und sie hat dann bisher das Gefühl gehabt, dass sie dieses Bedürfnis nach Verbundenheit mit dieser anderen Person leben kann. Und jetzt auf einmal stellt sich heraus, dass die andere Person fremd geht. Da muss ein Gefühl her, damit man das in aller Deutlichkeit spürt. Und diese Gefühle haben ja auch Macht. Die sind ja nicht banal, also das ist nicht so, als ob wir beide mal über irgendwas reden, was man jetzt mal machen sollte, wenn man uns in unserer Autonomie beschränkt, sondern das sind richtig kräftige, energetisch hoch aufgeladene Zustände, in die man dann gerät und die dienen dem Zweck, dass man eine Lösung findet und zwar nicht, um dieses Gefühl wegzukriegen, sondern das Bedürfnis zu stillen, was da offenbar nicht gestillt ist. Und deshalb, was leichter auszuhalten ist, Unsicherheit und Angst oder Ärger und Wut, das ist alles nicht so, das ist nicht der Punkt, sondern das, was wirklich schwer auszuhalten ist, ist die Ursache dafür, dass ich Angst habe oder Ärger oder Wut und das ist ein ungestilltes Bedürfnis. Und dieses ungestillte Bedürfnis, zum Beispiel, was wir hier als Unsicherheit und Angst dann emotional erleben, das heißt Geborgenheit und Sicherheit und damit Verbundenheit und Stillung der Grundbedürfnisse. Da können wir sagen, wer unsicher und Angst hat, der hat das Gefühl, dass beide Grundbedürfnisse nicht richtig stillbar sind.
Und deshalb ist das ein ganz starker Ausdruck. Bei Ärger und Wut haben wir eben schon gesagt, da ist es eher das eine Grundbedürfnis nach Autonomie, was da so ruft und das sich dann in Ärger und Wut ausdrückt. Aber wenn beide Grundbedürfnisse gleichzeitig nicht gestillt werden können, das führt dann in eine ganz schwierige Situation. Da entsteht irrsinnig viel Inkohärenz im Hirn, das kennt man dann ja auch. Und dann kriegt man diese Verunsicherung, die dann sehr schnell, wenn man keine Lösung findet, in Angst übergeht. Und dann ist wirklich, aber auch dann wird es sehr ernst. Dann spürt man schon, dass es jetzt höchste Zeit wird. Und da ist es aber auch keine Lösung, dem Kind oder dem anderen zu sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Sondern da muss man sich fragen, was eigentlich geschehen ist, dass dieses Kind oder dieser Erwachsene jetzt auf einmal nicht mehr dieses Vertrauen hat, in einer Welt zu leben, wo es Menschen gibt, die es so mögen, wie es ist, es also annehmen, wie es ist, dass es dazugehören darf, ohne immer irgendwie sich verstellen zu müssen oder sich anstrengen zu müssen. Und es müsste auch eine Welt sein, in der dieses Kind auch das Gefühl hat, dass das, was es tut, seinem eigenen Impuls folgt. Dass es, und dann möglicherweise noch von anderen Anerkennung findet. So, und wenn das alles nicht da ist, dann ist schon, das ist schon eine sehr schwierige Situation. Da ist kein Wunder, dass da gleich so ein starkes Gefühl kommt, was erstmal Unsicherheit heißt, aber dann ganz schnell auch richtig Angst wird. Und da muss eine Lösung her. Und ja, die Lösung, wenn ich beide Grundbedürfnisse nicht stillen kann, besteht dann meist darin, dass ich versuche, Macht zu erlangen. Also eine Möglichkeit, mit Unsicherheit und Angst umzugehen, ist Kontrolle und Macht herzustellen. Das machen man, sieht man, bei Kindern sieht man das so, da liegt das alles so offen. Und eine andere Möglichkeit ist Rückzug. Also das eine geht nach vorne und greift an, und das andere Kind zieht sich zurück. Das hängt immer dann davon ab, was für Erfahrungen die Kinder mit diesen jeweiligen Lösungsstrategien schon gemacht haben. Wenn ein Kind, in dem es nach vorne drängt und angreifen will und sich wehren will, bisher so schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass es dafür so bestraft worden ist, dann traut sich das nicht mehr und dann bleibt eigentlich nur noch Rückzug. Jetzt gibt es in diesem Informationszeitalter klassische Medien, das Berufsbild des Journalisten, der Journalistin, die sozusagen in diesem Gewitter, in diesem Sturm bestehen möchten, mit der sozusagen selbst auferlegten Aufgabe oder dem Berufsethos, den Menschen Informationen zu geben, die ihnen dabei helfen, mündigere Entscheidungen zu treffen. Und das ist kein leichtes Unterfangen mehr. Und da findet auch viel Schindluder statt. Aber es gibt immer noch Menschen, die, oder sozusagen Journalisten und Medien, die da auf Qualität setzen und diesen Anspruch verfolgen. Was raten Sie denen, beziehungsweise gibt es Forderungen, Appelle, die Sie an, ich kürze es jetzt ab und sage, seriöse Medien, seriöse Journalistinnen und Journalisten stellen. Also, das ist schwieriger, als Sie glauben. Und Deswegen wahrscheinlich habe ich ja auch Sie. schwerer, weil mit der Wahrheit ist das so eine schwierige Ja, Angelegenheit. Wahrheit ist wieder ein ganz schwieriges, also Wahrheit ist Aber man ohnehin ein möchte ganz etwas schwieriges haben, Thema. was verlässlich ist, was gesichert ist und man möchte nicht irgendwelche Meinungen öffentlich vertreten, weil sobald man seine Meinung öffentlich darstellt, hat das mit einer objektiven Berichterstattung nichts mehr zu tun. Und da muss man sich darüber im Klaren sein, dass die eigene Meinung Ausdruck der im Laufe seines bisherigen Lebens gefundenen Lösungen ist, also auch dann der jeweiligen Vorstellungen, der Selbstbilder, der Menschenbilder, der Weltbilder, die man sich da so angeeignet hat, wenn man in Österreich oder gar in Wien groß geworden ist, in irgendeiner, nennen wir es mal, bürgerlichen Familie, wo der Vater Rechtsanwalt und die Mutter Hausfrau war. Da hat man natürlich
nur einen begrenzten Ausschnitt der Welt wahrgenommen und das kann dann leicht passieren, dass man das für die Welt hält, was man da so kennt. Und deshalb dürfte eigentlich nur jemand in dieser Weise nach seiner Meinung gefragt werden, von dem man auch sicher ist, dass der genug gesehen hat. Also der muss ganz viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, damit er diese etwas differenzierte Betrachtungsweise überhaupt einsetzen Sprechen kann. Sie einen sehr spannenden Punkt an, wo gerade im deutschsprachigen Raum die Medien sozusagen sich eine Blöße geben, weil Journalistinnen und Journalisten tendenziell aus ein und derselben gesellschaftlichen Eck kommen, nämlich eher gut situierten, weißen, bürgerlichen Akademikerfamilien. Und die Diversität bei Journalistinnen und Journalisten sehr überschaubar ist. Ja. Ja, und auch oftmals handelt es sich auch um noch durchaus jüngere Menschen, da haben die ihr Journalistikstudium gemacht und haben da ab und zu irgendwas geschrieben. Das ist alles wunderbar, aber die haben noch nie im Bergwerk gearbeitet, die haben noch nie auf einer Palliativstation Menschen beim Sterben begleitet. Und da muss man einfach sagen, da fehlt die halbe Welt in ihrer eigenen in ihrem eigenen Vorstellungsvermögen. Und deshalb ist das problematisch, wenn man so herangeht. Und dann kommt noch das Zweite hinzu. Es gibt eben auch, es ist unvermeidbar, dass man als Mensch, auch wenn man Journalist ist, genauso wie als Wissenschaftler, natürlich eigene Überzeugungen hat. Also bestimmte Vorstellungen, wie es eigentlich sein müsste. Und die interpretiert man gnadenlos in das hinein, was man da an Wahrnehmungen hat, in die Beobachtungen. Also Man sieht ich die Welt so, wie man sie kann mich sehen da möchte. gut erinnern, wie ich da also eine genaue Vorstellung hatte, was bei dem Experiment herauskommen sollte. Und dann habe ich gemerkt, so ganz ist es das nicht. Dann habe ich so lange gerechnet, bis ich dann doch irgend so was hatte, was dann zu der Vorstellung gepasst hat. Das ist hochgefährlich. Also wenn man müsste ein unglaublich breites Spektrum an Erfahrungen gemacht haben und man dürfte keine feste Vorstellung davon haben, wie es ist, dann hätte man die nötige Offenheit und auch die nötige Kompetenz. Dazu gibt es eine Frage, nämlich müssen das wirklich konkret gelebte analoge Erfahrungen sein oder reichen da auch virtuelle Erfahrungen? Hat jemand die Frage gestellt? Das ist spannend, aber normalerweise ist eine Erfahrung etwas, was man mit allen Sinnen machen muss. Deshalb heißt das Erfahrung. Sonst ist es eine kognitive Angelegenheit. Das heißt, Wissen. Erfahrungen machen Sie dann, wenn es Ihnen unter die Haut geht. Und da sind wir wieder bei diesen emotionalen Bereichen. Und wenn diese emotionalen Bereiche nicht an sind, dann haben Sie nur was erlebt. Dann haben Sie keine Erfahrung gemacht. Und da Sie, Entschuldigung, ja bitte, wollten Sie noch mal dazu was sagen? Nee, und das bedeutet eben, dass man in so einer virtuellen Welt vor so einem Bildschirm sich das alles zwar vorstellen kann, das ist nicht das Das ist reale keine Leben. Erfahrung. Und dann hat man natürlich auch diese Verführung in den virtuellen Medien, dass man das selbst gestalten kann, ohne dass das Gegenüber, ne, irgendwas machen kann. Ja. Das heißt, normalerweise, wenn wir in einer lebendigen Kommunikation miteinander sind, dann kann ich Sie ja, dann kann ich ja Sie erleben in ihrer ganzen Mimik, ihrer Gestik, ihrer Ausdrucksweise, in ihrem Tonfall und so weiter. Die virtuellen Begegnungen, die da so stattfinden, sind eben häufig dadurch gekennzeichnet, dass man diese ganzen Feinheiten in den Regungen des anderen auf seine eigenen Äußerungen nicht in dieser Deutlichkeit beobachten kann. Und deshalb bleibt das eigentlich eine nicht in die Tiefe reichende Erfahrung. Ich würde da die Trennung machen, würde sagen, es bleibt im Wesentlichen kognitiv. Sie arbeiten gerade an einem Buch zu dem Thema. Es würde mich interessieren, ob dieses Buch, das wäre nämlich meine nächste Frage, auch so etwas beinhalten wird wie konkrete Tipps
und Tricks, was eine Medien- und Informationsdiät betrifft. Also in Wahrheit ist das ja wie Ernährung. Ja, wir können ja steuern und entscheiden, was wir zu uns nehmen, durch die Webseiten, die wir nutzen, durch die Medien, die wir nutzen, durch die Kanäle, denen wir uns sozusagen öffnen. Arbeiten Sie auch daran, dass Sie so ein bisschen eine Handlungsanleitung geben oder zumindest ein paar Tipps oder wenn schon nicht das, dann zumindest ein paar Don'ts, also was man auf keinen Fall tun sollte, was man unbedingt vermeiden sollte? Also ich kriege immer diesen Impuls, ein Buch zu schreiben, wenn ich ein Problem, ein gesellschaftliches Problem sehe, das auf uns zukommt und wo ich das und das möchte ich dann gern verstehen. Und dann denke ich darüber sehr intensiv nach und in meinem Fall ist es eben so, dass ich es aufschreibe, was ich da für Erkenntnisse oder für Vorschläge habe und dann habe ich mir angewöhnt, es immer so aufzuschreiben, dass es auch gleich jemand anders versteht, dem ich das dann zeige. Deshalb schreibe ich Bücher nicht, um Bücher zu schreiben, sondern um mir selbst Klarheit über problematische Entwicklungen in der Gesellschaft zu verschaffen. Und was wir hier im Augenblick erleben, das Buch, was ich da jetzt mit einem journalistischen Kollegen zusammen verfasse, das erscheint im Herbst und das heißt, wir informieren uns zu Tode. Okay. Das ist Programm. Ja. So, und da ist etwas, und zwar deshalb, weil ich spüre, dass in unserer Gesellschaft etwas passiert ist. Es gab ja in den 70er Jahren, 60er Jahren schon mal so ein ähnliches Buch mit einem ähnlichen Titel, das hieß Wir amüsieren uns zu Tode. Das war noch eine andere Welt. Das war eine andere Welt. Da war man einigermaßen aus den Kriegsproblematiken rausgekommen, hatte sich im Wirtschaftswunder wieder einigermaßen erholt. Und auf einmal gab es sehr vieles zu genießen und es gab auch diese wunderbaren Angebote im Fernsehen und in den entsprechenden öffentlichen Räumen. Und dann sind die Leute umhergezogen und haben sich immerzu was gegönnt und haben sich da amüsiert vor ihren Fernsehgeräten. Und der Neil Postman, der dieses Buch damals geschrieben hat, hat gesagt, dass so kann eine Gesellschaft nicht funktionieren mit lauter Leuten, die nichts anderes im Kopf haben, als sich zu amüsieren. Und jetzt beobachte ich, dass wir inzwischen eine Gesellschaft geworden sind, da geht es gar nicht mehr ums Amüsieren. Es gibt immer noch welche, die sich gerne amüsieren, aber die Mehrheit der Bevölkerung sehe ich ganz, das ist ziemlich deutlich und spüre ich auch in allen Bereichen unserer Gesellschaft, die Mehrheit der Bevölkerung ist enorm verunsichert, ahnt, dass da irgendetwas auf uns zukommt, spürt, ja, was dann häufig so ausgedrückt wird, spürt, dass sie möglicherweise jetzt die erste Generation sind, die nicht mehr davon ausgehen kann, dass es ihre Kinder besser haben als sie. Und so tiefgreifende Sachen, wo man dann wirklich, und dass es so viele Probleme gibt, wo keiner weiß, wie die überhaupt gelöst werden sollen. Und diese Verunsicherung hat dann zur Folge, dass Menschen dann eben versuchen, sich so intensiv zu informieren, wie es nur geht, weil das, glauben Sie, sei der einzige Weg, wie man das ganze Geschehen einigermaßen kontrollieren kann. Wir sind ja eine Gesellschaft, die immer eher dazu neigt, das, was da bedrohlich aussieht, wieder in den Griff zu kriegen. Also das Virus oder irgendwelche Terroristen und so. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ist was könnte ein Rezept sein, um Menschen davor zu schützen, dass sie in diese Art von Verunsicherung geraten, aus der heraus sie dann ja fast wie Junkies Informationen in sich hineinsaugen, dann heißt die Antwort, und deshalb bin ich froh, dass wir eben auch heute Abend das für die Erzieherinnen und Erzieher mitmachen, die sich mit den Heranwachsenden befassen. Das heißt, wir müssten nicht versuchen, die Medien zu kontrollieren. Das wird sowieso nie gelingen. Aber wir könnten versuchen, junge Menschen so zu begleiten, dass die in ihre eigene Kraft finden. Und dass die nicht so anfällig werden, dass die nicht so bedürftig werden, dass die nicht ständig das alles brauchen, sondern dass die auch das Gefühl haben, dass sie so, wie sie sind, angenommen sind, dass sie nicht zu Objekten
von irgendwelchen Erwartungen und Belehrungen und Bewertungen gemacht werden, was dann sowieso immer ihre beiden Grundbedürfnisse verletzt, sondern dass sie in ihrer ganzen Einzigartigkeit in dieser Welt sein dürfen, dazugehören dürfen und sie das Gefühl haben, dass ihnen wohlwollend alle Möglichkeiten geöffnet werden, um ihre Talente und Begabung auch wirklich entfalten zu können. Dieses Gefühl haben fast keine jungen Menschen heutzutage, sondern die sind getrieben von unseren Wettbewerbsüberlegungen und dem Leistungsdruck. Die Schule tut dann noch das Ihrige dazu und die Kindergärten sind nun gezwungen, die Kinder so vorzubereiten auf die Schule, dass das dann auch gleich anschlussfähig wird. Das heißt, inzwischen ist der Leistungsdruck bis runter in den Kindergarten gegangen und dann kommen noch die Eltern in ihrer Verunsicherung dazu, die nun auch natürlich möchten, dass ihr Kind dann nicht irgendwo seitlich abschmiert und ein Loser wird und dann geht es los und dann zerren alle an dem Kind herum mit dem Ergebnis, dass es eigentlich sich nicht entfalten kann, dass es nicht das Gefühl hat, dass es so, wie es ist, richtig ist, dass es ein Bedürftiger wird, der seine Offenheit für die Vielfalt, die es da alles zu entdecken gibt, verliert, dann verlieren die auch ihre Freude am Lernen, am eigenen Entdecken und Gestalten. Und dann haben wir eine Situation, wo Tür und Tor offen steht für eine Medienindustrie, die ihnen dann alles Mögliche einredet. Und das ist problematisch. Und deshalb, an so etwas geht eine Gesellschaft zugrunde am Ende, weil dann nicht mehr gewährleistet ist, dass sich wirklich wichtige Informationen innerhalb der Gesellschaft ausbreiten können. Wir haben noch einige Minuten, die würde ich gerne nutzen, um die von Ihnen angesprochenen Pädagoginnen und Pädagogen, da kamen noch zwei konkrete Fragen, die ich gerne sozusagen dann auch in die Runde werfen würde. Zuvor darf ich aber sagen, im Chat gibt es einen Link, unter dem Sie die Teilnahmebestätigung vom Jugendrotkreuz sozusagen erreichen bzw. herunterladen können. Die eine Frage war, das würde mich auch interessieren, welches Buch, welcher Film hilft den Jugendlichen, um sich wieder sicherer zu fühlen in der heutigen Situation? Kennen Sie etwas, fällt Ihnen spontan etwas dazu ein? Nee, ich kenne mich in dieser Jugendliteratur nicht aus. Ich weiß aber, dass es zu meiner Zeit ein Mädchen gab, die hieß Pippi Langstrumpf. Und die hat also Tausenden von Kindern Kraft gegeben. Das waren die richtigen Dinge. Es gibt auch von Selma Lagerlöf den kleinen Nils Holgersen. Wieder so ein Beispiel. Das ist Jugend- und Kinderliteratur, die den Kindern Kraft gibt. Davon sehe ich heute relativ wenig. Eine zweite Frage war, jetzt muss ich mal schauen, dass ich die finde. Genau. Wäre es nicht wichtig, gerade im Elementarbereich, auf Laptop und Co. zu verzichten und vielmehr die Kommunikation im Miteinander zu unterstützen? Ich nehme an, da würden Sie sagen, ja, oder? Nein, das ist keine wichtige Frage. Die wichtige Frage heißt, was tun wir im Kindergarten, damit die Kinder kein Bedürfnis haben, an diese digitalen Geräte zu gehen? Und dann heißt die zweite Moment, Frage. da möchte ich nachhaken. Das heißt, wir müssen die digitalen Geräte ausspielen, indem wir ihnen etwas Attraktiveres bieten. Ja, ich habe, also unser Enkelkind zum Beispiel ist in so einem Waldkindergarten, 4 Jahre jetzt, ein kleines Mädchen. Die haben dort überhaupt gar keine Zeit und erst recht keine Lust, sich mit digitalen Geräten zu befassen. Da ist so viel los und die sind jeden Tag draußen und jedes Kind erfindet dort irgendwas und entdeckt irgendwas. Da ist ein digitales Gerät relativ langweilig. So, das ist die eine Möglichkeit, dass man also dann in dem Kindergarten Bedingungen schafft, dass das lebendige Leben, das reale Leben interessanter ist als dieser Zirkus, der da auf den Bildschirmen vorgeführt wird. Und das Zweite, das finde ich aber dann in dem Zusammenhang auch wichtig, ist, dass man diesen jungen Menschen durchaus die Möglichkeit gibt zu lernen, was man mit diesen Dingern, dass man mit diesen Dingern als, nicht als Instrumente zur Affektregulation, sondern als Werkzeuge, um irgendwas zu machen, dass die das kennenlernen und merken, wow, toll.
Also das ist mein schönstes Beispiel, irgend so ein Kindergarten hat mir das berichtet. Da haben die den Kindern ein digitales Fotogerät, also sowas wie ein Smartphone gegeben. Und das wurde dann so eingeschraubt und dann haben sie alle eine Bohne bekommen und so einen Bohnensamen und der wurde auf ein feuchtes Tuch gelegt und dann keimte das und dann wächst da die Bohnenpflanze daraus. Und dann haben die jeden Morgen, wenn die kamen, wurde ein Foto gemacht. So, und nach einer Woche oder wie lange das gedauert hat, hatten sie sozusagen lauter solcher Fotos und dann hat ihnen jemand geholfen, daraus ein Video zu machen, wo man sehen konnte, wie dann diese Bohne hochwuchs. Und dann Komm haben ins die das Kino. auf ein, dann haben die das auf einen USB-Stick gezogen und das Kind hat den Stick mit nach Hause genommen und hat seiner Mama gezeigt, wie seine Bohne gewachsen ist. Da muss ich sagen, großartig. Sowas würde ich doch nicht verbieten wollen. Das ist ja so, als wollte man einem Jungen verbieten, einen Hammer und Meißel zu benutzen. Das sind Wunderbar. Werkzeuge. Und solange wir diese digitalen Geräte als Werkzeuge nehmen, ist alles gut. Nur 90% der Nutzung, die wir im Augenblick für diese digitalen Geräte haben, ist eben nicht Werkzeug, sondern es wird eingenutzt, um Langeweile zu unterdrücken, um sich mit irgendwelchen Leuten da auszutauschen. Keine Ahnung, für alle möglichen sonderbaren Bedürfnisse, die da digital und virtuell gestillt werden, aber es sind keine Werkzeuge. Und wenn man seine Affekte nicht lernt im realen Leben, also zum Beispiel sowas wie Wut. Ich habe Jungs gefragt, wenn die aus der Schule kamen, habe ich gefragt, wann müsst ihr denn eure Ballerspiele machen? Da haben die jedes Mal gesagt, wenn wir aus der Schule kommen, müssen wir erstmal eine Stunde World of Warcraft spielen, Ja. damit wir wieder runterkommen. So, die haben eine Stinkewut und arbeiten das jetzt an dem Gerät ab. Und wenn man seine Affekte an solchen Geräten abarbeitet, kommt man einfach nicht dazu, die Gelegenheit zu finden, wie man diese Wut befragt, was sie einem eigentlich sagen will und wie man sie dann im realen Leben dann in etwas Produktives verwendet. Professor Hütter, es ist 20:01 Uhr. Ich wurde gebeten, pünktlich Schluss zu machen. Die Stunde ist wie immer im Flug vergangen. Vielen Dank. Auch im Frage- und Antwortenbereich gibt es schon Dankmeldungen an Sie. Ich wurde noch gebeten, die Veranstaltung zu beenden, allerdings nicht ohne mich persönlich zu bedanken beim Rotary Club Villach Park und beim Österreichischen Jugendrotkreuz. Sie sehen jetzt noch auf der Folie die Kontaktdaten für das Freundeprogramm des Jugendrotkreuz. Herr Professor, Ihnen liebe Grüße, Ihnen allen, auch wenn ich Sie nicht sehen konnte, ich habe Sie gespürt. Es war für mich sehr interessant. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute. Danke sehr und auf Wiedersehen. Und ich, lieber Herr Laudon, bedanke mich bei Ihnen und allen, die das heute Abend ermöglicht haben. Einen schönen Danke Abend und dafür. allen, die uns zugeschaut haben. Wiedersehen. Dankeschön.